450er Hubraum Cups haben wir bereits im letzten Part sehr erfolgreich sogar abgeschlossen. Wir haben sogar einen Stern bekommen, da wir das erste Mal die 40 Punkte bekommen haben. Und das im Blitz Cup. Ich bin schon relativ begeistert. Heute geht's weiter im Spiegelhubraum. Und ihr seht schon, ich habe durch magische Art und Weise alles freigeschaltet. Das ist ein Special Background, den man freischalten kann. Ich merke gerade, den habe ich gar nicht aufnotiert. Aber wie man alles andere freischalten kann, das werden wir uns gleich anschauen. Wir gehen in den Grand Prix 150 CCM Spiegel. Und hier haben wir auch schon vier weitere Charaktere. Daisy. Und zwar schaltet man Daisy frei, indem man alle Retro Cups im 50er CCM gewinnt. Knochentrocken schaltet man frei, indem man die Nitro Cups im 50er CCM gewinnt. Waluigi schaltet man frei, indem man den Retro Cup im 100 CCM alle Rennen gewinnt. Und Rob schaltet man frei, indem man im Retro Cup im Spiegelmodus alles freischaltet. Das heißt, das ist momentan noch nicht Stand der Dinge bei uns, aber ihr wisst, wir haben die Technik hier ein bisschen ausgetrickst. Daisy darf heute den ersten machen und wow, 36 Cards. Da können wir uns auf jeden Fall ein bisschen austoben. Rob Spill S. Bro, hat Rob viel, ey. Hat Daisy irgendwas Spezielles hier noch? Ich sehe hier nichts. Nehmen wir den da, den Einsitzer. Der ist zwar ein bisschen gewagt, was das Design angeht, aber wir müssen durch und beginnen den Pilz Cup im 150er Spiegel. Ihr habt schon gesehen, wir haben auch ein paar Fahrzeuge mehr. Aber zuerst, wie schaltet man überhaupt den Spiegelmodus frei? Und zwar indem man alle Cups in allen CCM-Klassen gewinnt. Das heißt nicht nur im 150er, sondern auch im 50er und im 100er. Ich habe es im letzten Part schon erwähnt, wieso ich das nicht selber gemacht habe. Und zwar, ich habe es versucht, ich wollte es offscreen machen. Und ich würde es größtenteils auch schaffen, nur das Problem ist, ich habe es im 50er Hubraum probiert und das geht so langsam. Es wird wirklich eine Dreiviertelstunde circa pro Cup brauchen. Und die Zeit habe ich einfach schlicht und ergreifend nicht. Und deshalb erspare ich mir diesen Aufwand hiermit. Wieso ist der denn vom Drift runtergegangen? Asozial. Und wie schaltet man alle restlichen Fahrzeuge frei? Ich versuche das hier so gut wie möglich zu machen. Und zwar ein drittes Kart, das haben wir, glaube ich, im letzten Part schon freigeschaltet. Oh, direkt erster Konkurrent hier. Kommt hier schon eine Blue Shell? Was habe ich da gehört? Und zwar, wenn man im Nitro Cup 100er CCM gewinnt, alle Rennen, dann haben wir das noch nicht freigeschaltet. Stimmt, ich glaube, wir haben 7 Cards freigeschaltet. Genau, so ist das. Die Auswahl zwischen 7 Cups ist in... Ich habe auf die... Oh, scheiße. Die Auswahl der 7 Cups ist im 150er CCM. Das haben wir geschafft im letzten Part. Das dritte Card nicht. Die sind beide abgeschlagen. Sehr geil. Okay. Und alle Cards für jeden Charakter, sprich die 36, die wir glaube ich jetzt haben, wenn man alle Nitro Cup Strecken im Spiegel gewinnt. Wieso das als alles nur Nitro Strecken sind? Ah, okay. Ich sehe, die Charaktere sind bis auf Knochentrocken alle in Retro Cups und die Fahrzeuge dann in Nitro Cup. Sehr schön. Wie man den Background jetzt freischalten kann, das fällt mir spontan jetzt nicht ein und steht ja auch nicht. Werde ich aber gegebenenfalls auch nachreichen im nächsten Part.
So, ich weiß gar nicht, ob ich die Abkürzung überhaupt im Original 150er Hubraum gezeigt habe. Alter, Rob ist schon schnell, ne? Ich weiß gar nicht, wo der seinen ersten Auftritt hatte. Ich weiß nur, dass der vor allem auf dem Nintendo DS in sehr vielen Games auch einen zusätzlichen Auftritt hat. Aus irgendeinem Grund ist der ziemlich beliebt. Kann ich hier eigentlich auch rüberfahren? Ja. Ist aber ein bisschen eng. Ich wollte es aber gezeigt haben. Hier geht es wahrscheinlich nicht. Mit einem Pilz. Wenn dann nur. Aber den haben wir jetzt leider nicht. Und wieder mal erster Platz. Doch ein Blitz. Aber das kann mir egal sein. Direkt weiter in das dritte Rennen. Der Jeep Jeep Strand. Der kommt mir aber gespiegelt wirklich bekannt vor. Kann man den auch Markatur gespiegelt spielen? Okay, egal. Keine Ahnung, irgendwie kommt mir das bekannt vor jetzt hier, als wäre das eine normale Strecke. Vielleicht haben wir auch einfach in Mario Kart 8, glaube ich, letztes Mal im Stream auch mal die Map gespielt. Das kann auch sein. Das glaube ich definitiv. Okay. Ja, wie sich dieses Flugzeug, dieser Einsitzer steuert. Eigentlich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Dann fahre ich gegen eine dumme Wand, ganz ehrlich. Nein, also so bad ist das jetzt wirklich nicht. Dafür, dass das ein sehr gewagtes Fahrzeug ist. Ja. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen oder ihr könnt es euch vielleicht denken, kann ich jetzt eigentlich durchs Wasser fahren? Ich weiß es immer noch nicht, wäre ich da langsamer? Digga, bist du dumm? Einfach eine falsche Itembox nach vorne geworfen. Ich glaube nur, wenn das Wasser zurückgeht, kann man da fahren. Wir haben jetzt zwar nur 4 weitere Charaktere, allerdings ja noch 8 Parts. Das heißt, wir werden jetzt zwingend den einen oder anderen Charakter doppelt spielen müssen. Was jetzt nicht allzu schlimm ist, auf gar keinen Fall. Aber ein bisschen mehr Variation hätte ich dann doch schon noch gehabt. Aber ist auch egal. Dann werden wir einfach, um die 4 noch frei zu schaltenden Charaktere, einfach jeden noch ein zweites Mal spielen. Boah, dass diese Itembox nicht schützt, das fuckt mich so ab, ne? Und wir haben kein Item. Aber wir haben durch gekonnten Skill ihn tatsächlich noch überholen können. Und die 40 Punkte sind immer noch drin. Da fehlen noch 10. Ein weiterer Sieg. Dann haben wir es. Hoffentlich wird das was. In Luigi's Mansion. Ja. Ob zu Luigi's Mansion überhaupt mein Let's Play kommt, kann ich jetzt nicht sagen. Ja. Inzwischen gibt es da 3 Teile und der dritte ist ziemlich epic. Auf jeden Fall. Und den könnte ich auch jederzeit Let's Playen, weil er auf der Switch auch veröffentlicht wurde. Aber ich Let's Play ungern den dritten Teil, bevor ich die ersten 2. Ich wollte ihn eigentlich nach hinten werfen. Da wäre so viel Area gewesen. Ich Let's Play ungern den dritten Teil, bevor ich nicht die ersten 2 Let's Played habe. Mal schauen. Weg mit dir. Haben wir nicht im ersten Part sogar im 150er hier die 38 Punkte bekommen? Haben wir nicht die ersten 3 Strecken dort jeweils 10 Punkte erhalten, aber hier jetzt dann verkackt, indem ich Zweiter geworden bin oder sowas? Das kann natürlich sein. Hoffentlich. Endet es heute etwas besser.
Ah ja, und alle Fahrzeuge kann ich selbstverständlich nicht zeigen. Wieso kann Luigi mich denn so von der Strecke runterschmeißen? Ich habe hier ein fucking Flugzeug. Okay. Und die habe ich auch noch nie Items bekommen. Yes. Dieser Baum, ne? Und hier rutscht man auch so hardcore. Mario, tschüss. Kotzt mich nicht an. So, dritter will ich jetzt aber auch nicht wehren. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte Drop. Kann der mit theoretisch noch den Goldpokal abknüpfen? Weil dann geh wieder weg. Dann Rob bitte in diese Green Shell reinfahren. So. Es gab, glaube ich, schon zwei Blue Shells. Und jetzt hätte ich gern wieder eine Blue Shell. Ich glaube, der ist gegen den Baum gefahren. Oh, der ist gegen den Baum gefahren. Aber der ist so schnell. Wieso ist der Matsch so schnell? Ich raff's nicht. Ich raff's nicht. Ich raff's nicht. Wieso ist Toad denn... Hat denn einen Pilz gehabt? Ich meine, er ist ein Pilz, aber zählt das? Gut. Die Revanche hat nicht funktioniert. Ich hätte jetzt auch eine Siegesserie hinklatschen können mit 40 Punkten und den Sternrängen, aber soll nicht sein. Zumindest heute nicht. Da wird der falsche Name angezeigt. Witzigerweise. Das heißt, der Pokal gehört nicht mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielleicht bekommen wir im nächsten Part einen Pokal, wo auch mein Name umsteht. Ich würde es hoffen. Ich würde es begrüßen. Wir sehen uns dann. Bis dahin und ciao.